Hallo zusammen! In diesem Lernvideo will ich euch zeigen, wie man eine Kalibriergerade erstellt mit dem Tabellenkalkulationsprogramm LibreOffice Calc. Eine typische Anwendung wäre aus einem Biologielabor oder einem Chemielabor, wenn man zum Beispiel Kalibrierlösungen hergestellt hat mit bestimmten Gehalten, hier in Milligramm pro Liter. Jede dieser Kalibrierlösungen hat man in ein Messgerät gestellt, zum Beispiel ein Photometer, und hat ein bestimmtes Messsignal erhalten. Darüber hinaus hat man eine Probe, in der man auch das Messsignal bestimmt hat, hier also die Absorbanz, und nun will man wissen, wie viel Gehalt die Probe hat. Hierfür kann man eben eine Kalibriergerade erstellen und das Ganze damit auswerten. Darüber hinaus will ich euch zeigen, wie man sich in einer Zelle dann die Steigung anzeigen lassen kann, der Kalibriergerade, oder auch den Y-Achsenabschnitt und wie man die gesamte Kalibriergeradengleichung im Diagramm darstellt. Auch das Bestimmtheitsmaß wird hier angezeigt, also wie gut der lineare Zusammenhang ist. Mithilfe dieser Steigung und des Y-Achsenabschnittes kann man sich dann in einer weiteren Zelle den Gehalt der Probelösung anzeigen lassen direkt. Außerdem zeige ich, wie man grundlegende Formatierungen vornimmt der Kalibriergeraden. Zum Beispiel, wie man das Gitternetz hier unterschiedlich gestaltet und auch wie die Achsen skaliert sind. Zuallererst legt ihr euch eine kleine Tabelle an mit den Spaltenbezeichnung, dann den X-Werten, bei mir ist das der Gehalt in Milligramm pro Liter, und den dazugehörigen Y-Werten, bei mir ist das die Absorbanz. Bei den Bezeichnungen könnt ihr für die Kalibrierlösungen irgendwelche Namen wählen. Wenn ihr eine Bezeichnung festgelegt habt, der ersten Kalibrierlösung, und auf dieses kleine schwarze Quadrat klickt, was dann entsteht, dann setzt LibreOffice das logisch fort, eure Bezeichnung, und ergänzt die entsprechenden anderen Werte. Wenn ihr sehr viele Kalibrierlösungen habt, kann man also dann das sozusagen relativ schnell alles benennen. Bei mir war der Gehalt in 15er Schritten und wenn ich jetzt bei den ersten beiden Kalibrierlösungen schon mal eintrage, 15 Milligramm pro Liter und 30 Milligramm pro Liter und die beiden Zellen markiere, dann kann ich wieder auf dieses kleine schwarze Quadrat gehen und LibreOffice vervollständigt dann die anderen Werte automatisch in der gleichen Schrittweite, wie ich eben zu Beginn gewählt habe. In einer Zelle trage ich auch das Messsignal, also bei mir die Absorbanz der Probelösung ein, also von der Lösung, deren Gehalt ich nicht weiß und den ich eben rausbekommen möchte. Man kann jetzt natürlich auch die Tabelle, die ihr erstellt habt, die kann man natürlich jetzt auch hier ein bisschen formatieren und zum Beispiel die Hintergrundfarbe festlegen. Auch bei der Probe kann man das entsprechend machen. Die Spaltenbreite kann man natürlich auch festlegen. Da müsst ihr einfach hier auf diesen kleinen Trenner gehen, ganz oben zwischen den Spaltenbezeichnungen und könnt halt das entsprechend anpassen, dass es gerade passt. Wenn der Text in einer Zelle zu groß ist, könnt ihr einfach darauf klicken. Und dann nochmal klicken mit der rechten Maustaste und dann geht ihr unter Zellen formatieren. Und im sich öffnenden Fenster kann man hier im Reiter Ausrichtung an Zellgröße anpassen auswählen. Und dann passt LibreOffice automatisch den Text an die Zellengröße an, sodass alles in einer Zelle voll angezeigt wird. Als nächstes wollen wir das Diagramm erstellen. Dazu markieren wir erstmal die X-Werte und die Y-Werte. Die müssen nebeneinander in Spalten vorhanden sein. Dann gehe ich auf Einfügen und dann wähle ich Diagramm aus. Und ganz wichtig ist, dass ihr jetzt im sich öffnenden Fenster XY-Streudiagramm auswählt. Dann klickt ihr auf Vor. Im sich nächsten öffnenden Fenster lasst ihr alles wie gehabt
Und auch im nächsten Fenster braucht ihr nichts zu verändern. Im nächsten Fenster, wenn ihr auf Vor klickt, dann kommt ihr zu einer Maske, wo ihr den Titel eures Diagramms eintragen könnt. Ich wähle jetzt mal Kalibriergerade. Und ihr seht im Hintergrund auch immer die Vorschau. Den Untertitel, den lasse ich diesmal weg. Die X-Achse, da soll stehen Gehalt in Milligramm pro Liter, kann ich hier eintragen. Und auf der Y-Achse soll beschriftet werden mit Absorbanz bei mir. In dieser Maske könnt ihr auch auswählen, ob nur die, also welche Gitternetzlinien eingetragen werden sollen, ob das nur die Querlinien sind oder auch ob das die senkrechten Linien sind. Also bei Gitteranzeigen könnt ihr entsprechende Änderungen vornehmen. Ich lasse es mal das Programm sowohl die Querlinien als auch die senkrechten Linien anzeigen. Bei Legendeanzeigen, da könnt ihr auswählen, ob hier rechts im Diagramm noch eine kleine Legende angezeigt werden soll. Ich finde, das stört etwas und deswegen klicke ich das weg. Anschließend klickt ihr bloß noch auf Fertigstellen. Zurück im Hauptfenster könnt ihr jetzt die Größe des Diagramms verändern. Dazu klickt ihr es einmal an und dann könnt ihr es erstmal verschieben an die Stelle, wo ihr das haben möchtet. Und auch die Größe anpassen, da klickt ihr einfach hier auf diese Punkte und das Ganze kann man dann eben entsprechend anpassen. Vielleicht, wenn man das Diagramm eher hochkant haben will, kann man hier unten auf diesen Punkt klicken. Und es wird dann eben automatisch gestreckt. Wenn ihr auf die Diagrammfläche zweimal schnell hintereinander klickt mit der linken Maustaste, dann sieht die Markierung jetzt ein bisschen anders aus als vorher. Und wenn ihr jetzt mit der rechten Maustaste auf einen der Datenpunkte klickt, dann könnt ihr die Trendlinie, also die einfügen, also die Geradengleichung. Und zwar im sich öffnenden Menü könnt ihr im Reiter Typ könnt ihr euch aussuchen, ob das Ganze eine Gerade sein soll oder ob das Ganze eine logarithmische Anpassung sein soll. Ich will, dass es eine Gerade ist und wähle deswegen hier linear aus. Ich will auch, dass die Geradengleichung angezeigt wird im Diagramm und entsprechend setze ich hier mein Häkchen bei Gleichung anzeigen. Und auch das Bestimmtheitsmaß soll bei mir angezeigt werden, also wie gut der lineare Zusammenhang ist. Einige weitere Änderungen kann ich hier auch auswählen. Zum Beispiel bei Liniendiagramm kann ich wählen, welche Farbe die Gerade haben soll, die eingezeichnet wird. Ich wähle jetzt hier einfach mal Weinrot und auch die Breite, da wähle ich 0,05 cm aus, damit die etwas breiter ist. Das Ganze quittiere ich dann mit OK und ihr seht, jetzt ist eben die Kalibriergerade eingezeichnet. Wenn ihr auf das Diagramm wieder doppelt klickt, dann könnt ihr dann nochmal klicken auf die Geradengleichung und das Bestimmtheitsmaß und das entsprechende Fenster auch neu positionieren innerhalb der Diagrammfläche. Außerdem könnt ihr hier wenn ihr mit der rechten Maustaste auf eine Achse klickt, bei Achse formatieren wichtige Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann ich ihm sagen, dass er hier in meine Y-Achse, wie er die eben skalieren soll, dass er zum Beispiel hier als Maximalwert 1,2 nimmt. Das macht er, hat er automatisch voreingestellt. Ich kann das aber hier eben auch auswählen, dass er zum Beispiel bis zu 2 geht. Und der passt dann das Diagramm entsprechend an. Also einfach mit der rechten Maustaste auf die Achse klicken und dann auf Achse formatieren. Typischerweise ist es aber schon optimiert und man kann hier die Häkchen alle bei automatisch lassen. Ich will das Ganze jetzt noch so haben, dass er die X-Achse hier bei 0 beginnt und außerdem will ich, dass die Gerade, die er eingezeichnet hat, auch darüber hinaus bis 0 verlängert wird. Und dazu doppelklicke ich erstmal auf die Diagrammfläche mit der linken Maustaste
Und dann gehe ich jetzt hier erstmal auf die X-Achse und klicke mit der rechten Maustaste und wähle Achse formatieren aus. Und bei Minimum, das setze ich also, lasse ich nicht 10 stehen, sondern ich wähle hier 0 aus. So, und wie ihr seht, beginnt er jetzt tatsächlich seine X-Achse bei 0. Jetzt soll noch eben aber die Geradengleichung verlängert werden. Und dazu wähle ich auch mit der rechten Maustaste diese Gerade aus. Also ich gehe an eine Stelle, wo diese Gerade läuft, und wähle mit der rechten Maustaste Trendlinie formatieren aus. Und hier kann ich auch dem Programm sagen, ob er nach rechts die verlängern soll oder ob er die entsprechend nach links verlängern soll. Und ich will sie zurück extrapolieren, also nach links verlängern, und zwar um 10, weil ich will sie, oder um 15, bei mir ist die ja, endet die ja hier bei 15 Milligramm pro Liter, und ich will 15 Einheiten das Ganze verlängern nach links. Deswegen lasse ich das hier zurück extrapolieren um 15, damit er genau bis zur Y-Achse kommt. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, dann seht ihr, dass die entsprechend verlängert wird. Da mein Diagramm hier bei 0 beginnt auf der Y-Achse, sieht man den unteren Bereich dann nicht. Ich müsste das schon die Y-Achse so formatieren, dass er auch negative Bereiche anzeigt, um die letzten kleinen Reste hier anzeigen zu lassen. Es lassen sich viele weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann man wieder auf das Diagramm doppelklicken und dann wieder mit der rechten Maustaste auf einen Datenpunkt und Datenreihe formatieren auswählen. Dann kann man hier zum Beispiel auch das Symbol auswählen. Momentan sind es ja solche blauen Vierecke. Man kann aber zum Beispiel hier bei Symbol entsprechend Kreuze wählen. Auch kann man mit der rechten Maustaste die Diagrammfläche formatieren und zum Beispiel eine Hintergrundfarbe festlegen. Wichtig ist auch, dass man weiß, wie man die Anzahl der Nachkommastellen anpasst. Dazu hier in dieser Geradengleichung, dazu klicke ich wieder doppelt auf das Diagramm und dann mit der rechten Maustaste eben auf diese Geradengleichung und wähle Trendliniengleichung formatieren aus. Und dort kann ich im Reiter Zahlen festlegen, dass er, wie viele Nachkommastellen er runden soll. Ich sage ihm jetzt einfach mal, er soll 4 Nachkommastellen anzeigen. Und wie du siehst, hat er jetzt eben das R² auf 4 Nachkommastellen und auch hier die Geradengleichung auf jeweils 4 Nachkommastellen lässt er die anzeigen. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass man genügend signifikante Stellen hier sich anzeigen lässt. Nicht, dass nachher beim Rechnen irgendetwas schief geht, weil man zu stark schon hier gerundet hat. Zu guter Letzt wollen wir uns jetzt in zwei Zellen die Steigung und den Y-Achsenabschnitt anzeigen lassen. Die sieht man zwar schon hier auf dem Diagramm, aber wir wollen, dass diese Zahlen auch hinterlegt sind in Zellen, weil man dann mit diesen Zellinhalten weiterrechnen kann. Dazu wähle ich einfach hier bei Funktion die Steigung aus. Doppelklick drauf und dann kann man hier, wenn das Fenster so hier erscheint, kann man mit der Maustaste einfach die Y-Daten erstmal markieren, direkt in der Tabelle. Und dann klicke ich einmal hier auf Daten X und das so, dass der Cursor dort in diesem Feld blinkt und dann kann ich hier auch wieder die X-Daten auswählen. Dann klicke ich auf OK und da zeigt er mir hier wieder die Steigung an, 0,01476. Das ist die gleiche Steigung wie hier. Hier habe ich sie auf 4 Nachkommastellen plus anzeigen lassen. Hier ist es der genaue Wert. Genauso kann ich verfahren beim Y-Achsenabschnitt. Ich klicke hier wieder einfach auf den Funktionsassistent und wähle als Funktion Achsenabschnitt aus. Das heißt, ich doppelklicke drauf. Und dann wähle ich hier bei Y-Daten wieder die entsprechenden Daten hier aus. Dann klicke ich hier wieder auf die X-Daten und wähle sie dann in der Tabelle aus.
Und dann zeigt er einem den y-Achsenabschnitt an. Bei mir ist der negativ. Das heißt, die Gerade, die schneidet die y-Achse im negativen Bereich. Wenn man jetzt den Gehalt der Probe rausbekommen möchte, dann kann man das einfach machen mit Hilfe des Diagramms. Ich würde bei der y-Achse zu meinem Messwert gehen, der Probe, also 0,548, und würde eine waagrechte Linie ziehen bis zur Näherungsgeraden. Dort würde ich dann senkrecht nach unten gehen, also das Lot fällen, bis ich bei der x-Achse bin. Und an der x-Achse könnte ich dann den Gehalt der Probe ablesen. Das sind hier ungefähr 39 Milligramm pro Liter. Das Ganze geht aber auch rechnerisch. Und dazu setze ich in der Kalibriergeradengleichung für y einfach den Messwert ein der Probe, also 0,548, und löse dann diese Geradengleichung nach x auf. Das bedeutet, dass ich von diesem Wert 0,548 erstmal den y-Achsenabschnitt abziehen muss. Und danach muss ich das Ganze teilen durch die Steigung. Das heißt, als Formel in der Zelle B14 gebe ich Folgendes ein. Erstmal hier auf das Gleichheitszeichen drücken, damit er weiß, jetzt folgt eine Formel. Und da nehme ich jetzt den Messwert, der war bei mir hinterlegt bei C9. Das heißt, ich tippe ein C9 und dann soll er davon abziehen, den y-Achsenabschnitt, der war bei mir hinterlegt bei B12. Das heißt, ich schreibe C9 minus B12. Und dieses Ergebnis, das klammere ich ein und teile das durch die Steigung. Das heißt bei mir geteilt durch B11, weil bei B11 war bei mir die Steigung hinterlegt. Deswegen tippe ich hier oben B11 ein. Und wenn ich dann jetzt zum Schluss noch auf das grüne Häkchen klicke, dann übernimmt er den Wert oder übernimmt er die Formel und zeigt eben das rechnerische Ergebnis an. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, ist, dass dieser Gehalt mit so vielen Nachkommastellen angezeigt wird. Das heißt, er soll das Ergebnis noch runden. Und dazu muss ich das in der Formel auch noch berücksichtigen. Das heißt, ich klicke noch einmal hier auf das Ergebnis und oben in der Formelzeile, direkt nach dem Gleichheitszeichen, schreibe ich noch als Funktion runden und öffne die Klammer. Ganz am Ende, nach dem B11, mache ich einen Strichpunkt und jetzt will er von mir haben die Anzahl der Nachkommastellen, auf die ich gerundet haben möchte. Es soll bei mir auf zwei Nachkommastellen runden, deswegen tippe ich da 2 ein und dann schließe ich noch die Klammer und drücke auf Enter und wie du siehst, zeigt er mir den Gehalt jetzt tatsächlich auf zwei Nachkommastellen gerundet an. Wenn ich das Ganze zum Schluss noch ausdrucken möchte, dann geschieht es am besten im Querformat, weil diese ganzen Inhalte hier ja eher in die Breite gehen. Und dazu gehe ich jetzt erstmal auf Format und wähle bei Seite entsprechend Querformat aus und drücke dann erstmal auf OK. Und dann gehe ich auf dieses kleine Symbol neben dem Drucker mit der Lupe und lass mir die Druckvorschau erstellen. Und dann kann ich hier auch noch die Größe anpassen, so dass es gerade auf eine DIN A4-Seite passt. Also wenn das Ganze noch zu klein ist, dann kann ich hier auf das Plus drücken, bis es gerade die richtige Größe hat auf dem Blatt, das ich nachher ausdrucken will. Wenn man es aber zu groß wählt, dann wird er das Ganze verteilen auf zwei ausgedruckte Blätter. Das will ich nicht haben. Also ich wähle einfach hier so lange Minus aus, bis alles gerade vollständig drauf ist. Und dann kann ich hier das Ganze wieder schließen und dann ausdrucken. Oder ich wähle hier direkt das Ausdrucken aus. Ich hoffe, dieses kleine Lernvideo hat euch was gebracht. Wie immer gilt, dass man durch Probieren viele weitere Sachen auch noch selber rausbekommt, verschiedene Formatierungen, wie man die Schrift fett macht oder wie man die Schriftart ändert. Probiert einfach mal selber aus, kann nicht viel schief gehen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.